So, mal gucken, ob das hier schon fertig ist. Moin, Meister! Hey, Freunde! Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute begleitet ihr mich in einer kleinen Spätdiensttour. Ich habe schon alles vorbereitet und jetzt düsen wir mal los, ne? Freunde, wir sind jetzt beim ersten Patienten angekommen. Für die Leute, die sich fragen, warum ich mein Handy überhaupt habe, wir sind eigentlich ziemlich modern unterwegs. Den Tourenplan haben wir auf dem Handy. Kann ich euch leider aus Datenschutzgründen nicht zeigen. Da klicke ich dann ab, wenn ich beim Patienten angekommen bin. Und wenn ich fertig bin mit der Leistung, klicke ich ab, dass ich dann fertig bin. So, wie ihr von TikTok und Instagram schon kennt, sind wir jetzt auf dem Weg zu Thorsten. Ich hatte schon angefragt, aber er ist leider noch nicht so weit, dass wir mit der Kamera reingehen können und das dann für YouTube aufnehmen können. Aber an der Klingel könnt ihr wieder seine Stimme hören. Der braucht immer so lange. Abend, die Pflegepolizei ist da. Ja. Bis gleich. 2000 Jahre später. So, bei Thorsten bin ich fertig. Wir haben den Blutzucker gemessen. Der war heute Abend echt gut gewesen, 172. Ja, dann braucht er halt Hilfe beim Insulinspritzen, weil er halt Sensibilitätsstörungen an den Fingern hat. Genau, jetzt fahren wir zum nächsten Patienten, den lieben Erwin. Ich hatte mit ihm auch schon abgesprochen, ob wir da mit der Kamera mitfilmen dürfen. Aber er meinte, heute Abend fühlt er sich müde und kaputt und ist bei seiner Freundin. Und deshalb geht das leider auch nicht, Freunde. Aber ich würde ganz lieb von euch grüßen. So, Freunde, jetzt fahren wir zu Erwin, wie ich vorhin meinte. Für die Leute, die mich noch gar nicht kennen auf Instagram und TikTok, die jetzt ganz neu dabei sind. Erwin war einer meiner ersten Patienten gewesen, als ich letztes Jahr meinen Pflegedienst eröffnet habe. Und da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie ich für meinen Pflegedienst werben könnte. Und ich wollte das nicht auf die altmodische Art machen, über Zeitungsannoncen oder über Autokleber oder sonst was. Und dann hatte ich überlegt, mit Social Media zu starten. Ehrlich gesagt hatte ich vorher gar keine Social Media Kanäle, habe ich seit diesem Jahr April damit gestartet, mit TikTok und Instagram. Und dann wollte ich über meinen Pflegealltag aufnehmen, einen kleinen Eindruck zeigen, wie es bei mir so abläuft, wie allgemein die Pflege ist. Und dann wollte ich einen Klienten, also einen Patienten da mit dabei haben, und hatte ich dann den Erwin sozusagen gefragt, ob er Lust hätte, mit mir in den Videos aufzutauchen und Werbung zu machen. Und er war direkt Feuer und Flamme, war direkt dabei, hatte auch voll Lust drauf gehabt. Dann haben wir auf TikTok Videos gedreht und lustigerweise innerhalb von ein paar Wochen sind wir eigentlich ziemlich viral gegangen, dass wir 50.000 Follower hatten auf TikTok, und dann kam sogar die Bild-Zeitung auf uns zu und meinte, das ist ein geiler Content. Wir sind einer der wenigen, die so positiv über die Pflege sprechen, den Arbeitsalltag zeigen und dann natürlich auch die Freundschaft zwischen mir und Erwin. Dann haben die einen Beitrag gemacht, haben die dann einen Zeitungsartikel gemacht und dann veröffentlicht. Daraufhin kamen viele TV-Sender auf uns zu. Einmal auch hier Sat.1 Frühstücksfernsehen waren wir auch drauf. Oder RTL, was war noch? ZDF-Logo, da haben wir eine Kindersendung gemacht. Ja, und dann hatte ich überlegt, dass wir auch auf YouTube starten. Und ja, eigentlich wollte ich euch mitnehmen zu Erwin, aber wie gesagt, heute ist er nicht so gut drauf. Meinte, dass er müde ist und ein bisschen Ruhe braucht und vielleicht beim nächsten Mal. So, das ist einer der größten Probleme in der ambulanten Pflege, einen Parkplatz zu finden. Darfst du überhaupt stehen bleiben? Das ist Halteverbot, ne? Ja. Wenn man schlau ist, besorgt man sich eine Ausnahmegenehmigung. Und dann darf man zum Beispiel hier einen eingeschränkten Halteverbot parken. Da habe ich immer meistens immer ein paar Gespräche mit der Polizei.
immer wenn ich so aussteige, springen die gleich auf mich zu und sagen, hey, da darfst du nicht parken. Und dann weise ich immer darauf hin, schaut euch meinen Zettel an, dann ist die Sache geklärt. Ich hätte fast meine Tasche an. Aktuell herrscht ja in Hamburg Maskenpflicht, Freunde. Vergisst nicht, immer eine Maske dabei zu haben. Und das ist meine stylische Pflegetasche. Die habe ich mir besorgt. Sieht ein bisschen stylisch aus und habe ich einige Sachen mit dabei. Handschuhe, Desinfektion, Kompressen, falls ein Notfall ist, wisst ihr, wenn jemand eine Platzwunde hat, den Patienten direkt zu versorgen. Ja. Jetzt bin ich hier angekommen, ne? Wir sehen uns gleich. Hier habe ich einen Code mit Erwin. Zweimal hintereinander klingeln, damit er weiß, dass ich das bin. Er kommt gleich. Hab ich überhaupt richtig gedrückt? Ja. Na, alles gut? Ja. Ich komme jetzt rein. Wir sind zwar schnell, aber so schnell noch. Alles gut. Bis gleich. Ein paar Sekunden später. Prima. Gute Fahrt. Danke, ebenso. Ja, viel Spaß. Bis morgen früh. Ja. Vorm Aufstehen, ne? Ja, viel Spaß. Danke. So, Freunde. Ganz liebe Grüße von Erwin. Hey, grüßt euch alle. Guck, das sieht jetzt aus. Das ist okay. Genau. Wie gesagt, vielleicht beim nächsten Mal. So, jetzt geht's weiter. Wir fahren jetzt zu einem Patienten. Ist ganz schwierig. Der ist ganz jung, der ist 58. Stark depressiv. Wie soll ich es erklären? Seine Frau hat ihn verlassen. Er hatte mir halt erzählt, dass er pornosüchtig ist und hat halt unkontrolliert auch des Öfteren masturbiert, auch vor seiner Frau, obwohl sie das nicht wollte. Und nebenbei hat er sich halt die Pornos angeguckt und sie hat ihn halt verlassen. Dadurch ist er in eine starke Depression gefallen, Job verloren. Eltern sind natürlich verstorben, weil er ja so alt ist. Und Geschwister hat er auch gar keine, das heißt, er ist alleine. Den habe ich, lass mich lügen, vor einem halben Jahr aufgenommen. Ganz schlechten Zustand gewesen, Messi-Wohnung. Ja, da fahren wir jetzt hin, aber mit Sicherheit nicht mit der Kamera. Also, das will ich euch erstens nicht antun und der möchte das auch nicht. Und wir haben, der hat auch einen Betreuer und das haben wir vorher leider nicht abklären können. Genau. Also wir sind jetzt bei dem Patienten angekommen, der depressiv ist. Ich gehe jetzt rein und ja, ist leider sehr zeitaufwendig. Geplant sind 15 Minuten, Essen vorbereiten, Medikamente geben und dann komme ich wieder runter. Bis gleich. Eine Ewigkeit später. 3 Tage später, 12 Sekunden später, 3 Uhr 28 nachts, 3 Wochen später, viele Monate später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Irgendwann später, Was geht ab? Assalamu alaikum, was machst du hier? Hört auf, treffen. Erst beim Patienten, er meinte 15 Minuten, ich warte schon 30 Minuten, locker, easy. Ist dir nicht kalt? Unnormal. Oder willst du im Auto sitzen, ist warm. Sonst ruf mal an oder so. Ja, ruf mal an. Junge, wo bist du? Ey, du weißt gar nicht, was passiert ist. Katastrophe. Aber lass mal ins Büro gehen.
Was ist passiert? Ey. Ich hatte das Glück, dass safe gekommen ist. Das war richtig geil. Das Problem ist, eigentlich war ja geplant gewesen, dass ja nur Medikamentengabe gewesen ist und Essen zu bereiten. Problem war aber, er war völlig eingestuhlt gewesen und saß auf seiner Couch. Und ich konnte ihn ja so nicht sitzen lassen. Und dann musste ich erstmal eine halbe Stunde oder gefühlt eine halbe Stunde mit ihm diskutieren und ihn erstmal hochheben, dass ich ihn ins Badezimmer bringe. Habe ich das erstmal geschafft, habe ich dann erstmal ihn ausgezogen und ihn in die Wanne reinsteigen lassen. Und dann ging ja die ganze Scheiße los. Ich habe warmes Wasser angemacht, ganz normal. Habe dann erstmal kontrolliert, ob das zu heiß ist oder nicht. Und habe ich das angefangen, über seinen Kopf zu machen, die Wasserbrause. Da fing er an zu schreien, Vergewaltigung, was soll das, Hilfe, Vergewaltigung, durchgehen, ne? Habe ich dann einfach weitergemacht, habe ich versucht, ihn zu beruhigen. Auf einmal klingelt es an der Tür. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich muss kurz an die Tür, das hat geklingelt, mache ich die Tür auf. Auf einmal ist da die Nachbarin da, mit dem Handy in der Hand und guckt mich so an, wer sind Sie denn? Und dann meinte ich zu ihr, ja, ich bin da vom Pflegedienst. Und dann meint sie eiskalt zu mir, ja, du siehst nicht aus wie ein Pfleger. Und ich sage, wie? Und dann meinte sie, sie hat Hilfeschrei gehört und irgendwas mit Vergewaltigung. Und meinte sie, dass sie unbedingt reinkommen will, um nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist. Und dann habe ich hier dem Patienten Bescheid gegeben, ob das in Ordnung ist. Habe ich ihm ein Handtuch drum gewickelt, damit man halt nicht sieht, dass er nackt ist. Ist sie reingekommen und dann in die Wanne rein. Und er dann auf einmal, hä, wer sind Sie denn? Was machen Sie denn hier? Und sie meinte ja halt, ja, ich wollte nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Ich habe gehört, dass sie nach Vergewaltigung gerufen haben und ich dachte, irgendwas sei passiert. Weißt du, was er sagt? Nö, alles in Ordnung. Das haben sie sich anscheinend nur eingebildet. Ist sie dann plötzlich rausgegangen, fertig gemacht, angezogen und dann Feierabend. Ich sag's euch, ey. Das war mein Spätdienst, Freunde. Falls ihr Fragen habt, schreibt es in den Kommentaren. Falls ihr weitere Daily Vlogs sehen wollt, sagt Bescheid. Ja. Ach so. Abonnieren, Glocke aktivieren. Ciao. Herzlich willkommen in der Pflege.